weiter mit der Soleil GmbH. Herr Dr. Maximilian Kissel wird uns erklären, was da genau geht. Auch hier bin ich noch gespannt. Ich weiß auch noch nicht so viel mehr wie Sie. Dankeschön. Das sind mal ganz einfache Themen, die in der Digitalisierung wichtig werden. Wir, Maximilian Kissel mein Name, ich habe an der TU Maschinenbau fungiert, zusammen mit meinem Kollegen, mit Herrn Hengst, der heute nicht dabei sein kann. Wir haben uns mit zwei Informatikern zusammengetan und gesagt, wir wollen Datenanalysen für Ingenieure einfacher machen. Wir haben ein Software-Tool hergestellt, mit dem Ingenieure ihre Datenanalysen automatisieren kann, formalisieren kann und die Daten, die sie im Unternehmen haben, zusammenbringen können, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das Ganze nennen wir Engineering Intelligence in Abgrenzung zu typischen Business Intelligence Lösungen, weil ein Ingenieur halt nicht nur mit Kosten und mit Terminen und so weiter hantiert, sondern halt eben auch mit sehr viel physikalischen Größen, mit Anforderungen etc. Und das möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen, was wir da machen. Wenn man Analysen im Unternehmen machen muss, ist man erstmal mit der Situation konfrontiert, dass die Daten im Unternehmen erstmal schön verteilt werden. Da gibt es eine wichtige Information, liegt im Vertriebssystem, eine wichtige Information liegt in Stücklisten verborgen, in PDM-Systemen und andere Informationen sind einfach nur in Excel-Tabellen abgelegt. Das ist das erste Problem. Das nächste Problem ist, dass Analysen, die dann durchgeführt werden, nicht einfach automatisiert werden können. Das ist sehr, sehr umfangreiches Wissen, was dahinter liegt, und das kann nicht einfach so formalisiert weitergegeben werden. Das ist ein bisschen so das Wandeln auf der nebligen Straße. Man weiß zwar ungefähr immer, wo die Reise hingeht, aber so richtig schnell ist man im Moment noch nicht damit. Das ist ein Problem, das haben wir auch bei unseren ersten Kunden entdeckt. Das ist im Automobilbereich so, aber auch in anderen Branchen bei großen Herstellern von Produktionsanlagen, mit Medizintechnik, aber auch bei kleineren Unternehmen. Also ein Problem, was durchaus breit gestreut ist. Was wir jetzt machen, das möchte ich Ihnen an der Geschichte von der Olivia erklären, weil wenn wir da zu sehr in das Thema Krafttechnologie und sonstige semantischen Lösungen reingehen, dann hängen Sie vielleicht heute ab und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich heute die Olivia mitgebracht. Die Olivia arbeitet für einen Hersteller von Waschmaschinen. Und ihr Chef kommt zu ihr und sagt, ja, wir haben einfach zu viele Bauteile im Unternehmen, die Lagerkosten gehen uns durch die Decke und die Wettbewerbsfähigkeit von uns leidet darunter. Wir brauchen einfach mehr Gleichteile. Wir müssen die Teile, die wir haben, öfters verwenden, um da Skaleneffekte zu nutzen und so weiter. Das ist die Aufgabenstellung. Also bei der Olivia auch an der richtigen Adresse, weil die Olivia weiß auch, was sie tun muss. Und in ihren Gedanken spielt sie schon mal durch. Ich kann mir diese Produktdaten besorgen von den Waschmaschinen, also aus welchen Komponenten bestehen diese Waschmaschinen. Dann wäre die Frage, welche Waschmaschinen teilen sich denn gleiche Produktkomponenten heute schon? Diesen Zusammenhang kann man schon mal erfassen. Und dann wäre die Frage noch, wie viel Marktpotenzial ist denn hinter diesen einzelnen Zusammenhängen zu sehen. Das heißt, man müsste sich noch die Vertriebsdaten reinziehen und kann dann schon mal so Gewichtungen machen. Was sind denn jetzt so wichtige, was wären so die Kandidaten, auf die ich draufgehe? Hier zum Beispiel einfach die Waschmaschine, die hier außen liegt, an die müssten wir eigentlich ran, da müssten wir in der Nachfolgegeneration ja Gleichteile reinbringen. So viel, schön und gut, das ist alles in Ihrem Kopf passiert. In der Realität sieht es allerdings so aus, dass es erstmal mit Excel losgeht. Ich hole mir bei meinem IT-Fachmann die entsprechenden Daten aus den Produktdaten, aus den Vertriebsdaten. Dann muss ich diese Daten erstmal filtern manuell. Ich muss IDs abgleichen. Ich muss gucken, dass diese Daten irgendwie zusammenkommen in eine Quelle. Und dann kann ich da Excel-Magie anwenden, kann ein paar Makros schreiben. Und irgendwann komme ich zu einer schönen zweidimensionalen Tabelle. Die sagt noch keinem was. Ich muss die Ergebnisse übersetzen. Und kann sie dann irgendwie mal meinen Kollegen vorstellen. Das Problem ist, es dauert wahnsinnig lange. Es ist sehr fehleranfällig, es ist ein manueller Prozess, der nicht ohne weiteres wiederholbar ist. Und auch noch ein Problem, ich kann es nicht ohne weiteres mit meinen Kollegen teilen. Wenn ich so ein Excel-Makro meinem Nachfolger übergebe, dann muss der erstmal Excel-Archäologie betreiben, um zu verstehen, was ich mir damals dabei gedacht habe. Das ist alles, das sind die Probleme, die Olivia da hat.
Wir bieten ihr die Möglichkeit, ihr ganzes Wissen in eine Box zu packen. Ihr Wissen, ihr Analysewissen zusammenzubringen und dann freie Fahrt in einem Tool aktivieren zu können, wo diese Box entpackt werden kann und diese Box, ihr Analysewissen genutzt werden kann. Und wir legen ihre Analyse auf den Knopf. Die Daten werden automatisch angebunden und die Analyse erfolgt. Ich kann in der Analyse, ich kann in der Analyse weiter rein navigieren und ich kann diese Themen weiter lösen. Wir haben jetzt kein Tool für die Gleichteilanalyse natürlich gebaut, sondern wir haben ein Tool gebaut, mit dem man verschiedene Themen im Unternehmen, Produktportfolio Management, Variantenmanagement etc. entsprechend Analysen formalisieren kann, die Daten anbinden kann und entsprechend auswerten kann. Kurz, Soleil führt, mit Soleil können Experten Informationen im Unternehmen zusammenführen, automatisieren komplexe Analysen und können sie damit ihren Kollegen zur Verfügung stellen. Das ist das, was wir Engineering Intelligence nennen. Damit haben Sie Expertenwissen auf Knopfdruck, können das Expertenwissen teilen, können Best Practices für bessere Ergebnisse im Unternehmen auch weitergeben und kommen so schnell zu besseren Entscheidungen. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ich glaube, ich habe es ein bisschen besser verstanden. Ich war in einigen Firmen und mit der IT-Abteilung war es immer so ein bisschen schwierig. Da hat es immer lange gedauert. Jetzt, wenn ich denen vorschlagen würde, jetzt kommt dann so eine neue Software, die müsst ihr erstmal auf euren Servern installieren, dann brauchen die Zugriff auf alle Datenbanken und die kommen auch noch von extern. Wie löst ihr da vielleicht die Vorbehalte, die da in der IT unter anderem vorhanden sind? Ja, wir starten erstmal und präsentieren eine Lösung, sehr agil. Man sagt erstmal, gibt uns erstmal die Daten. Vielleicht sogar erstmal in Excel oder mehrere Datensätze in Excel. Wir bereiten die auf und es kommt erstmal zu einer, ja, sehr agil zu einer Lösung. Und wenn diese Lösung dann mal da ist und gesehen wird, wie viel man damit einsparen kann, wie man weiterarbeiten kann, dann ist die Anbindung an die Datenquelle dann eigentlich nur noch ein Arbeitspaket, das geregelt werden muss, aber dann nicht mehr das große Problem darstellt. Okay, verstanden. Und das Geschäftsmodell von euch ist, dass ihr die Software verkauft oder dass ihr pro Abfrage oder wie wollt ihr das machen? Ja, wir sind noch ein junges Startup, wir können uns noch ganz viele Möglichkeiten vorstellen, wie wir monetarisieren, aber ja, wir verkaufen in erster Linie Softwarelizenzen, machen aber auch Professional Services unseren Umsatz. Aber unser Ziel ist, Experten das Tool beizubringen, das nutzen zu können und ihr Expertenwissen im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Super, habt ihr dann auch die Möglichkeit, es immer mehr geht in diese REST-APIs, also irgendwelche Daten von außen, die man vielleicht auch dazu nehmen möchte, habt ihr da auch Anbindungen oder rein auf interne Daten? Also die Anwendungsfelder haben sich im Moment auf interne Datenquellen fokussiert. Darum geht es auch meistens um Vertriebsdaten mit Daten aus dem Produktdatenmanagement oder aus SAP zusammenzubringen. Aber das wäre natürlich denkbar, das ist jetzt keine technologische Hürde. Okay. Super, vielen Dank.